Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem LS-Profi AK Justin. Achtung! Moin moin! Wow! Keine Stimme, Junge! Ja, sorry, damit der Livestream am Samstag stattfindet. Der Herr Kollege war auf einer Geburtstagsparty, aber vielleicht will er ja dazu noch was sagen. Susanne, da war deine Pelle von früher. Wer? Dann konnte ich deine Perle. Wo da konnte ich natürlich nicht weggehen. Willst ah ja. Nehmen? Ich glaube. Jo Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was er so gemacht hat in den letzten Folgen. Scheiß Käsewagen. Übrigens hat er mal in der Zwischenzeit den Käsewagen umgefahren, den habe ich jetzt gerade wieder gerichtet, aber da kommt noch die gerechte Strafe. Scheiße, Mann, ich hätte einfach ein Bild machen sollen. Livestream hier. Warte schon. Ich glaube, nie habe ich ein Bild. Aua! Ich fahre übrigens mit Tastatur wieder, Leute. Weißt du warum? Dass die einfach jetzt gerade so ergeben. Fertig. Ich hab Bock, das ganze Zeug noch umzumachen. Und was sagen Sie zu den neuen Screenshots vom LS22? So neue Screenshots. Da wo der komische dynamische Boden jetzt angezeigt wird. Ey, ich glaube, es gibt keinen dynamischen Boden. Ja, aber der so ähnlich ausschaut. Ja, hau du mal raus, ich kenne die nicht. Ich hab die noch nicht geguckt. Wie kann die Bilder nicht so gut beschreiben, aber da denk, das kann man aktivieren und deaktivieren. Dann schaut die Textur einfach viel schöner aus. Könnt ihr noch dazu ein Video machen, wenn ihr es wollt? Schreibt es gerne mal eure Meinung in die Kommentare. So. Ungefähr so wie der aktuelle Shader, den ich mir jetzt mal zum Test drauf gemacht habe. Ey, ich. Jo, so, dann haben wir einmal die Kühe wieder sauber gemacht. Mach jetzt. Was hast denn du für eine Zukunft schon wieder? Ich kratze mich schon wieder aus, Alter. Alles so eng und kacke hier, ey. Alter, hab ich Käse, Junge. Ich bin der Käseboy. Du bist gar nix. Ach, der Typ, der einen aufgestellten Käsewagen hat, Alter. Nur ja, die Rechnung schicke ich dir auch noch. Übrigens haben wir in der letzten Aufnahme-Session eine schöne Häcksel-Aktion gemacht, aber die wird erst wahrscheinlich nächste Woche weitergeführt. Danke fürs nicht aussprechen lassen. Herr Kollege, was wollten Sie sagen? Ich schicke dir auch noch die Rechnung für meine Kühe. Was für eine Kühe? Das, was du am Wochenende gemacht hast, das war nicht so geil und auch nicht so legal. Was denn? Was für Rechnung? Für die Kühe. Weil die so versaut hat. Mehr will ich jetzt nichts dazu sagen. Warum ich schon wieder? Hab ich nichts gemacht. Natürlich hast du es gemacht. Was hab ich jetzt gemacht? Alter, hab ich. Boah, fetter Drift. So. Warum? So, Leitlein, jetzt werden wir kurz mal was schauen. Herr Kollege, erzähl uns ein bisschen eine Story. Nö, das machen Sie jetzt. Ich hab keine Sorge, sie waren gestern auf einer Geburtstagsfeier, es erzählen ein bisschen was. Mir doch scheißegal, du hast was mit meinen Kühen gemacht. Ich hab gar nichts, immer bin ich schuld. Schreib's gerne mal in die natürlich Kommentare. Natürlich bist du immer schuld. Nach dir bist du immer schuld. Aber angeblich war ich das ja auch mit dem Käsewagen, also bin ich anscheinend immer schuld. Halt bist du ja. Gibt direkt doch noch einen vollen Wagen, wie geil, Alter. Zwei volle Wagen von. Das ist keine Wahl. Gab's die von denen? Ja, ich glaube, die gab's von der Einwiese. Übrigens, wo haben wir ein neues Teammitglied, aber das ist leider nicht da, sonst jetzt mitspielen. Überraschend lassen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Scheiß Käsewagen, den fahre ich gleich durch die Büsche durch, Alter. Alles steht im Weg. Ist noch ein Tag mal nicht, eine Woche und ein Tag nicht da. Dann steht ja alles kreuz und quer. Kriegt einen ab. Und Herr Christi, was haben Sie so gemacht? In der Woche jetzt, oder was meinst du? Nee, in dem Monat. Das war jetzt eine normale Frage, aber naja, der Herr Kollege will ja wieder nicht normal sein. Wenn ich frage, Christi, was hast du so gemacht? Ja, nicht dann viel was. Im Garten vielleicht ein bisschen was und so, ja, was bald. Was denn da? Ein bisschen rausgemäht, aber jetzt sind es die Wiesen ein bisschen zu braun, jetzt müssen wir wieder gießen, weil es so warm ist oder zu heiß, wie gesagt. Alter, du musst den Rasenmäher auch einstellen und nicht ganz ohne stehen lassen, Junge. Kann ich mir schon vorstellen, Alter. Das ist ja nur auf wie geht's, Junge? Und den ganzen Rasen rasiert, Alter. Na, auf 6 cm oder so ist eingestellt. Ist okay. Wahrscheinlich. Ja, Alter. Wie viel Außentemperatur hat es im BD aktuell? Weiß ich nicht. Muss ich kurz gucken. 24 ist nicht so viel. Aber genug, dass ich keinen Schweiß in der Arsch mag. Zu viele Informationen, Herr Kollege. Sorry, Alter. Ach, jetzt stecke ich im Anhänger fest. Ah, du bist so ein 31er schon wieder. Kurze Leute, schreibt doch immer Feedback zum Shader, ob der geil ist oder scheiße ist, ich weiß es nicht. Test ihn jetzt erstmal aus. Vom Grund her finde ich ihn gar nicht so schlecht. Was für ein Shader? Ein Shader geholt. Was für ein Shader? Ein Shader. Damit die Texturen vom LS realistischer aussehen. Dem nein, oder hast du dir jetzt an eingebaut in dein Safe Game? Nein, einfach insgesamt in LS eingebaut. Hab ich mal einen installiert von der Modding-Welt und hab mir ihn reingeballert. Wie viel FPS hast du aktuell mit dem Shader? FPS? Ja, scheiße. Aber im MS sehen gut aus. Hey, ich muss meinen PC mal ausboosten. Ich hab den seit, glaube ich, 2 Monaten nicht mehr ausgeboostet. Für was brauchst du deinen PC ausboosten? Der PC, ich habe keine Filter von dran, das heißt, ich muss den ausputzen, weil ansonsten da drin sich Staub speichert. Und Staub tut der Grafikkarte und alles nicht gut. Ich glaube, wenn du jetzt schon nachfragst, ist dein PC, glaube ich, seitdem du ihn gekauft hast, nicht ausgepustet worden. Ich habe am Unterboden, wo die 420 mm Lüfter sind, im Front, wo die Wasserkühlung drin ist, habe ich einen Filter drin und oben auf dem Deckel ist auch noch ein Lüfter. Ja, mein Guter, wie geht's, wie steht's? Ein Lüfter, Filter drin. Und übrigens, momentan, aktuell fallen die GPU-Preise, also sprich die Grafikkartenpreise wieder und da habe ich schon eine Grafikkarte im Auge. Erstmal 3060 kaufen. Ja, 3060 hole ich mal mit 12 GB. Oha. Kostet aktuell 680 Euro. Jo, dann habe ich wieder eine Zeit lang Ruhe mit 12 GB. Der große mir doch gerade eine mit, oder? Mhm. Das heißt, schicken sie mir die 700 Euro, dann überweise ich ihnen die Grafikkarte. Ich schicke dir 2 Euro und dann passt das. Ah ja. Das ist ein reicher YouTuber. Mhm. Du hast auch ein ultra geiles Shirt in deinem Shop. Ah, apropos, weil du gerade Shirt sagst, ich war gestern einkaufen. Da kommt mir so einer entgegen, denke ich mal, das ist ja ein Label aus meinem Shop oder so. Mhm. Dann kommt er so her und fragt mich, wo ich ein Autogramm haben kann. Ganz cool, und bei dir? Jo, mir geht's ab, dann eine Nachfrage. Wie man alles erlebt und dann laberst du mir was von ein, ich hab keine Stories, Alter. Du hast Stories. Ich hab ne Scheiß.
hab mal früher Story gespielt. Die geilste Story war da, wo du mit dem Möbeltransporter heimgefahren bist. Streamlag. Was, der Streamlag? Wehe, der Internet geht jetzt fort. Rein, Necker, Tobi, mach dich ab, Alter, mit deinem hässlichen Scheiß-Server, Junge. So, Herr Kollege, was machen Sie gerade? Ich will mein Stream zu verbessern. Warten Sie mal kurz, ich muss kurz was checken. So, Herr Kollege. Sie sind noch da? Ja. Dann passt sie. Mann. Leute, ich muss gleich gehen. Meist schnell die Augen auch noch durch. Ich kann heute echt nicht fahren mehr, Alter. Brauchen Sie einen neuen Führerschein? Ich brauch gleich einen neuen Lappen, um den Mund zu putzen, Alter. Wo sehen Sie jetzt schon wieder so nett, Herr Kollege? Weil ich gerade absolut keine gute Laune gerade habe. Weil es mich gerade abpackt, dass das hier nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Kacke Scheiße hier, ey. Sorry Leute, wegen dem Ausdruck, aber das nervt echt. Wenn sie nur streamen, dann kommt so eine Scheiße. Alles gut, Herr Kollege. Ich guck mir nicht auf, wenn ich sehe, dass der Stream am besser läuft, aber... Ich glaube, ich habe nicht die Weißen zum Streamen. Ja, die Facecam fehlt heute extra, weil das ist vielleicht ein bisschen schlüsselig, aber ich hab mal aus Versehen gestern das Programm gelöscht, womit meine Facecam läuft. Ah ja. Ich bin so blöd, das wieder zu installieren. Hä, hey, man kann das so einfach mit OBS einbinden, was ist los mit dir? Das Ding ist, ich hab ein extra Programm, damit die Facecam so läuft, wie sie läuft und die ganzen Kontraste und Einstellungen es ist. Wenn die nicht sind, ist meine Facecam die ganze Zeit schwarz-weiß. Ah ja. Deswegen. Aber ich versuche das bis nächste Woche den zu kriegen, Leute. Alter, gibt das einen Ertrag hier mit dem Ball, ne? Schon der dritte Wagen, Junge. 24 Ballen. So, dann machen wir das schnell kurz. Und dann ist auch die Folge schon wieder aus. Vielleicht fühlt sich das besser, wenn der Shader aus ist. Oh, Alter, meine Augen! Hä? Und dieses Spiel auf einmal so scheiße aus. Ich glaube, meine Augen sind kaputt. Scheiße, Mann.
So, das war's dann schon wieder, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, schreibt einen netten Kommentar und schaut bei den Herrn Kollegen vorbei. Und dann sage ich schon einmal tschüss. Ciao, ciao.